Willkommen zum Webinar Konstruktion von Leichtmetallgussstücken des Instituts für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Dieses Webinar beinhaltet die Themen Gestaltungsweisen von Gussstücken, gussteilgestaltende Faktoren, Potenziale und Risiken der Gussstückgestaltung, Vorgehen zur Konstruktion von Gussstücken, allgemeine Konstruktionshinweise und Aspekte der gießgerechten Konstruktion. Ein Großteil der Inhalte dieses Webinars ist für die Konstruktion von Gussstücken allgemeingültig, unabhängig davon, welches Verfahren oder welcher Werkstoff genutzt wird. Neben der Betrachtung von Leichtmetalllegierungen als Gusswerkstoff liegt der Fokus bei den Gießverfahren Gießen in verlorener Form und Kokillenguss. Die spezifischen Anforderungen an eine Konstruktion mit Leichtmetalllegierung oder den genannten Gießverfahren werden im Folgenden jeweils zu den allgemeingültigen Inhalten ergänzt. Die optimale Gestaltung von Gussstücken ermöglicht in Kombination mit dem ausgewählten Gießverfahren eine wirtschaftliche Fertigungslösung mit qualitativ hochwertigem Ausgangsprodukt. Jedoch sind dabei einige allgemeine Gestaltungsrichtlinien und technische Bedingungen einzuhalten. Die Gestaltung von Gussstücken umfasst dabei im Wesentlichen die gießgerechte Gestaltung oder auch gießgerechte Konstruktion. Diese soll sicherstellen, dass sich das Bauteil wie gewünscht abgießen lässt, ohne dass Gussfehler entstehen. Neben der gießgerechten Gestaltung können für die Gussstückgestaltung weitere Herangehensweisen differenziert werden. Die bearbeitungsgerechte Gestaltung beschäftigt sich mit der optimalen Form, Lage und Ausrichtung von mechanisch zu bearbeitenden Elementen am Gussteil. Bei der beanspruchungsgerechten Gestaltung wird der konstruktive Fokus auf die beim Bauteil vorhandenen Beanspruchungen gelegt. Die form- und kerngerechte Gestaltung verfolgt eine Bauteilkonstruktion, für diese die spätere Form- und Kernherstellung möglichst einfach und kostengünstig umzusetzen ist. Die Gestaltungsweisen berücksichtigen jeweils unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Gussteilgestaltung. Um die Vorteile einer Herstellung durch Gießen ausschöpfen zu können, bedarf es bei der Bauteilgestaltung der Berücksichtigung möglichst aller Gestaltungsweisen bzw. gussteilgestaltenden Einflussfaktoren. Das an das Bauteil gestellte Anforderungsprofil ist maßgeblich für die Grobgestaltung des Bauteils. Unter Berücksichtigung des Kraftflusses und den vom Bauteil geforderten Funktionen wird die grobe geometrische Gestalt festgelegt. Das Gießverfahren beschränkt die Gestaltung des Gussstückes maßgeblich. Es ist in Kombination mit dem Werkstoff nach den Kriterien der zu produzierenden Stückzahl, der Bauteilkomplexität, des Bauteilgewichts und der Maßgenauigkeit zu wählen. Die unterschiedlichen Gießverfahren beeinschränken dabei die Gussteilgestaltung größtenteils bei der geometrischen Auslegung des zu gestaltenden Bauteils. So sind beispielsweise das größte Nennmaß des Bauteils und die Gestaltung von Wanddicken verfahrensabhängig. Anhand des gewählten Gießverfahrens muss ebenfalls die Abformbarkeit des Bauteils berücksichtigt werden. Bei Gießen in verlorener Form und bei Kokillenguss geschieht dies in Form von Formschrägen. Der verwendete Werkstoff muss bei der Gussteilgestaltung, bedingt durch die Volumenkontraktion bei Abkühlung, über das Schwindmaß im Modellbau berücksichtigt werden. Weiterhin sind in Abhängigkeit der Fließeigenschaften des Werkstoffes Mindestwanddicken einzuhalten. Des Weiteren spielen alle dem Gießen nachgelagerten Verfahren und Prozesse bei der Gestaltung des Gussstückes eine Rolle. Für spannende Bearbeitung sind beispielsweise für geeignete technologische Basen zur Aufspannung des Werkstückes zu sorgen. Für eine Beschichtung oder Wärmebehandlung sind ebenfalls bestimmte Geometrien vor- oder nachteilhaft. Auch das anschließende Putzen des Gussstückes, das Trennen des Anschnittes und Speisers und das Entgraten können durch eine günstige Gestaltung vereinfacht werden. Die Potenziale, die sich aus Gießverfahren mit optimaler Bauteilgestaltung ergeben, sind vielseitig. Eine hohe stoffliche und geometrische Annäherung führt zu einem endkonturnahen Rohteil. Dies ermöglicht eine Konstruktion, welche an den gestellten Anforderungen bereits angepasst ist.
Der Materialverbrauch ist im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren deutlich geringer. Ebenso fallen Prozesse wie mechanische Bearbeitungen mit deutlich weniger Aufwand an, da in der Regel lediglich Funktionsflächen zu bearbeiten sind. Mit Hilfe von Gussverfahren lassen sich zudem sehr komplexe Geometrien realisieren. Dies führt beispielsweise bei montagenintensiven Bauteilen, bei denen komplette Baugruppen durch ein gegossenes Teil ersetzt werden können, zu deutlich geringeren Montagekosten. Die endkonturnahe Gestaltung ermöglicht zudem in Kombination mit Leichtmetallguss das Erreichen geringer Bauteilgewichte. Neben werkstoffspezifischen Vorteilen wie Festigkeit, Temperatur oder Korrosionsresistenz bieten die einzelnen Gussverfahren ebenfalls spezifische Potenziale, wenn diese gegenüber abgewogen werden. Ein Beispiel sind die geringen Formkosten für eine Sandform beim Gießen in verlorener Form und die hohe Haltbarkeit, aber auch höheren Formkosten einer Kokille beim Kokillengießen. Eine unzureichende Konstruktion hingegen kann zu einer Vielzahl unterschiedlicher Qualitätsmängel und höherem Nachbearbeitungsaufwand führen. Die Risiken des Eintretens von Gussfehlern beruhen häufig auf einer mangelhaften Konstruktion. Diese begünstigt beispielsweise die Bildung von Lunkern und Rissen, Verunreinigung, Schäden an der Form während des Abgießens oder Verzüge und Krümmungen des Bauteils während der Erstarrung. Diese ungewollten Auswirkungen können zwar mit einigen Gegenmaßnahmen, wie beispielsweise speziellen Formsenden beim Gießen in verlorener Form oder der gezielten Erstarrungslenkung beim Kokillengießen mit Hilfe von Kühlstäben, verringert werden, jedoch fallen dafür zwangsläufig höhere Kosten an. Das allgemeine Vorgehen bei der Konstruktion eines Bauteils, in unserem Fall ein Gussteil, kann in einem einfachen Modell in drei Phasen unterschieden werden. Ziel der Aufbereitungsphase ist die Entwicklung eines Beanspruchungsmodells, bei dem alle Funktionen des Bauteils und sämtliche wirkende Kräfte berücksichtigt werden. In der Konzipierungsphase wird dem Belastungsmodell eine Werkstoff- und Verfahrensgruppe zugeordnet. Dabei werden bereits die spezifischen Eigenschaften der Werkstoff- und Verfahrensgruppe berücksichtigt. Die Anschlusselemente des Bauteils werden zudem diesen Eigenschaften angepasst. Die Gestaltungsphase beinhaltet schließlich die Gestaltung des Gussstückes auf Basis des aufgestellten Belastungsmodells. In Abhängigkeit der an das Bauteil gestellten Anforderungen werden das Gießverfahren und der Gusswerkstoff festgelegt und die Gestaltung an diese angepasst. Zur wirtschaftlichen und funktionellen Optimierung des Bauteils sollte die Gießerei möglichst frühzeitig in den Konstruktionsprozess einbezogen werden. Im besten Fall geschieht dies, sobald feststeht, dass das zu konstruierende Bauteil als Gussteil realisiert wird. Bevor wir auf die gießgerechte Konstruktion eingehen, werden einige allgemeine Konstruktionshinweise für Gussteile erläutert, über die sich der Konstrukteur im Klaren sein sollte. Strömungs- und fließgerechte Konstruktion. Da es sich beim Gießen um einen Fließvorgang handelt, sollte das Bauteil fließ- und strömungsgerecht gestaltet werden. Dazu sollten übermäßige Querschnittsänderungen sowie scharfe Kanten und Ecken vermieden werden. Bei unzureichendem Fließvorgang der Schmelze kann der Materialfluss nicht mehr gewährleistet werden und das Risiko von Gussfehlern nimmt zu. Neben einem guten Fließverhalten der Schmelze muss ebenfalls sichergestellt werden, dass während des Abgießens Gas und Luft aus der Form entweichen können. Berücksichtigung der Volumenkontraktion. Die erhitzte Schmelze zieht sich beim Abkühlen zusammen. Das Verhältnis zwischen dem Volumen bei Gießtemperatur und Raumtemperatur wird über das Schwindmaß beschrieben. Dieses muss bei der Dimensionierung der Form berücksichtigt werden, indem es den Maßen des konstruierten Bauteils aufgeschlagen wird. So ist auch das Modell zum Abformen beim Gießen in verlorener Form mit dem Schwindmaß zu beaufschlagen. Verzüge und Krümmungen durch Schwindung. Bei größeren Gussteilen können unsymmetrische Materialverteilungen zu Verzügen und Krümmungen führen. Der Grund dafür ist, dass seitens des Bereichs mit dem höheren Materialanteil eine höhere Spannung durch die Schwindung entsteht. Dabei wird von einer unzureichenden Erstarrungssymmetrie gesprochen. Abhilfe schafft eine Erstarrungslenkung
beispielsweise unter Verwendung von Kühlstäben, die in einer Kokille integriert sein können. Jedoch ist dies mit zusätzlichen Aufwand und Kosten verbunden. Die gießgerechte Konstruktion wird anhand eines Vertreterbauteils erläutert. Dabei wird auf folgende Zusammenhänge eingegangen: Formschrägen, Mindestwanddicken, Querschnittsübergänge, Konstruktion von Verrippungen, Bearbeitungszugaben, Unterschwindmaß. Nach der Erklärung über die Umsetzung des entsprechenden Punktes am Vertreterbauteil werden Konstruktionsempfehlungen für die allgemeine Anwendung geschildert. Bei dem Vertreterbauteil handelt es sich um einen exemplarischen Pumpendeckel aus einer Aluminiumlegierung, der zum Beispiel bei Hochdruckpumpen für Kraftstoffe in ähnlicher Form zum Einsatz kommen könnte und sich mittels Gießen in verlorener Form fertigen lässt. Der Deckel umfasst folgende Funktionselemente: den Eingang für die Antriebswelle, eine Fassung für ein Ventil, welches von außen angesteuert werden kann, Aufnahmen für die Schraubverbindungen und die Kopplungsfläche mit dem Pumpengehäuse. Das größte Nennmaß beträgt ca. 121 mm und die Einformtiefe etwa 39 mm. Das CAD-Modell wird aufgebaut, indem zunächst der Grundkörper konstruiert wird. Im nächsten Schritt werden die zylindrischen Körper für die Schraubverbindungen hinzugefügt. Erlaubt es das CAD-Programm, werden Verrundungen zusammengefasst oder mit Hilfe eines Musters erstellt. Andernfalls werden diese im Nachhinein einzeln ergänzt. Weiter wird der Sockel als Fassung für die Pumpenwelle konstruiert. Dieser ist zudem mit Rippen mit dem Grundkörper verbunden. Auch an der Unterseite des Deckels wird der Sockel mit Rippen unterstützt. Anschließend wird der Deckel weiter versteift, indem die Aufnahme für das Ventil ebenfalls mit einer Verrippung konstruiert wird. Abschließend werden alle Verrundungen hinzugefügt. Formschrägen wurden bereits bei der Konstruktion der einzelnen Elemente berücksichtigt. Die Bearbeitungszugabe wird hier separat ergänzt, kann aber natürlich ebenfalls bei der Konstruktion der einzelnen Elemente berücksichtigt werden. Nun haben wir genau die Geometrie im CAD-Modell abgebildet, die das Gussteil nach dem Erstarren hat. Im letzten Schritt ergänzen wir noch das Schwindmaß, um die Geometrie zu erhalten, welche abgeformt werden muss. Formschrägen bewerkstelligen beim Gießen in verlorener Form eine Modellentnahme, ohne dabei die Form zu beschädigen. Beim Kokillenguss hingegen sind Formschrägen zur Entnahme des Gussstückes nach dem Abgießen in der Kokille notwendig. Wird ein Vollformverfahren angewendet, sind keine Formschrägen erforderlich. Die Gestaltung von Formschrägen wird in der europäischen Norm 12890 beschrieben. Die Formschräge ist abhängig von der Bauteilhöhe, der Höhe der Aushebefläche, dem Abformverfahren und beim Handformen vom verwendeten Formsand. Die Abformverfahren werden unterschieden in Handformerei und Maschinenformerei und die Formsende werden unterschieden zwischen tongebundener und chemisch gebundener Formsand. In Abhängigkeit unseres Bauteils mit einer Bauteilhöhe von 39 mm handelt es sich hierbei um eine kleine Aushebefläche. Für diese Kombination ergeben sich für beide Abformverfahren und auch für die unterschiedlichen Formsende ein Winkel von 2 Grad. Über den Befehl Formschräge kann diese nun in SolidWorks hinzugefügt werden. Dazu wählt man lediglich die Fläche aus, wählt den Befehl Formschräge, gibt den Abformwinkel ein und legt die Abformrichtung fest.
Unter Anwendung einer Formschrägenanalyse kann ermittelt werden, ob die Formschrägen ausreichend gestaltet wurden. Nach Festlegung der Entformungsrichtung wird angezeigt, welche Flächen des Bauteils dem eingegebenen Abformwinkel entsprechen. Um ein gutes Fließverhalten der Schmelze zu gewährleisten, müssen Mindestwanddicken eingehalten werden. Mindestwanddicken sind abhängig von der zu erzielenden Toleranz der Wandstärke, dem Fertigungsverfahren und der Gusslegierung. Bei einem ungenaueren Abformen bei Handformguss ist von einer Mindestwanddicke von 10 mm auszugehen. Bei einem präziseren Maschinenformguss können hingegen Wanddicken von bis zu 3 mm erreicht werden. Zudem unterscheiden sich teilweise die einzuhaltenden Mindestwandstärken beim Gießen in verlorener Form und Kokillenguss. Die Wanddicke eines Gussstückes sollte mit der Gießerei abgestimmt und nur so gering wie nötig ausgelegt werden. Erfordert das Bauteil durch beispielsweise hohe mechanische Beanspruchungen dickere Wände als das Mindestmaß, können Verrippungen als Unterstützung genutzt werden. Das Vertreterbauteil wurde mit einer Wandstärke von 3,5 mm konstruiert. Ob die Wandstärke beim Gießen ohne Gussfehler umgesetzt werden kann, sollte vor der Fertigung simuliert werden, um die Wandstärke gegebenenfalls anzupassen. Die Übergänge von unterschiedlichen Querschnitten sollten allmählich erfolgen. Dies bewerkstelligt eine optimale Erstarrung des Gussstückes. Die Dimensionierung des Querschnittsübergangs kann durch Berechnung festgelegt werden. Ecken sind auch bei Querschnittsübergängen auszurunden. Die für einen Querschnittsübergang zu wählenden Größen sind abhängig von den beiden Wandstärken, die ineinander übergehen und lassen sich anhand von folgenden Formeln berechnen. Dargestellt sind die innere Verrundung, die äußere Verrundung und der allmähliche Querschnittsübergang in einem Verhältnis von 1 zu 5. Weiterhin kann eine Überprüfung des Querschnittüberganges auf Materialanhäufungen unter Anwendung der Heufersche'schen Kreismethode stattfinden. Der Querschnitt der Gusskonstruktion sollte zum Speiser hinzunehmen. Mit Hilfe von Kreisen wird überprüft, ob der Durchmesser eines Kreises an irgendeiner Stelle zum Speiser hin geringer als der des vorherigen Kreises ist. Mit exemplarischen Wanddicken ergeben sich folgende Werte. Am oberen Sockel des Vertreterbauteils ergibt sich ein Querschnittsübergang aus der Materialzugabe durch die Formschräge. Die gewählten Verrundungen wurden in diesem Fall durch die eben dargestellten Formeln berechnet. Die Bearbeitungszugaben stellen ebenfalls eine Querschnittsänderung dar, wurden jedoch zunächst als einfacher Materialzuschlag addiert. Zeigt die Gusssimulation potenzielle Gussfehler auf, kann die Konstruktion verbessert werden, indem der Übergang der Bearbeitungszugabe ohne Abstufung und zwar direkt in die vorgehenden Wandstärke des Bauteils führt. Die Gestaltung des Übergangs von Wand zu Rippe ist analog der Gestaltung von Wandverbindungen. Ist die Verstärkung einer Wand durch Rippen auf beiden Seiten notwendig, sollten diese versetzt angeordnet sein. Der Abstand sollte dabei mindestens die dreifache Rippendicke sein. Ist eine Versetzung nicht möglich, sollte bei einem Kreuzanschluss oder Sternanschluss durch die Verwendung eines Kerns eine Materialanhäufung vermieden werden. Die Verwendung von Einkerbungen ist ebenfalls zulässig, um Materialanhäufungen zu vermeiden, und sollte für eine optimale Gestaltung von Rippen und auch Wandverbindungen umgesetzt werden. Die Heufersche Kreismethode ist auch hier anwendbar, um Materialanhäufungen ausschließen zu können. Die Rippen sollten an den Verlauf der Kräfte angepasst sein. Durch eine Profilierung der Rippe wird diese zusätzlich entlastet. Die Druckfestigkeit von Gusslegierungen ist deutlich höher als deren Zugfestigkeit. So auch bei Leichtmetallgusslegierungen. Dies sollte berücksichtigt werden, indem die Rippe so gestaltet wird, dass die Druckbeanspruchung überwiegt. Für die Gestaltung von Rippen gelten ansonsten ebenfalls
eine strömungs- und fließgerechte Gestaltung, das Vermeiden von scharfen Kanten und Ecken durch Verrundungen und das Verwenden von Formschrägen. Die Bearbeitungszugabe ist notwendig, um die erforderliche mechanische Bearbeitung in gewünschter Qualität zu gewährleisten. Die Materialzuschläge für jene Bearbeitungen sind in der DIN EN ISO 8062 festgelegt. In der Norm sind für die Gießverfahren für die unterschiedlichen Legierungen Bearbeitungsgrade festgelegt. In einer weiteren Tabelle kann anschließend anhand des ausgewählten Grads und des höchsten Nennmaßes der Bearbeitungszuschlag entnommen werden. Für Gießen in verlorener Form sind mehrere Grade der Bearbeitungszugabe umsetzbar. Wird ein hoher Grad gewählt, ist der Materialverbrauch höher, jedoch vereinfacht dies die mechanische Bearbeitung. Beim Vertreter-Gussteil wird von einem mittleren Grad ausgegangen und anhand des höchsten Nennmaßes Grad G mit 2,2 mm gewählt. Die Bearbeitungszugabe wird während der Konstruktion auf alle Funktionsflächen gegeben. Für unterschiedliche Flächen können zudem verschiedene Bearbeitungsgrade gewählt werden. Ob die Bearbeitungszugabe während oder am Ende der Konstruktion im CAD-Modell hinzugefügt wird, bleibt dem Konstrukteur überlassen. Beim Vertreterbauteil wurden folgende Bearbeitungszugaben hinzugefügt. Eine Bearbeitungszugabe auf die Funktionsfläche für den Sitz der Pumpenwelle. Eine Bearbeitungsfläche für den Sitz des Ventils. Und die Zugabe zur Bearbeitung der Kopplungsfläche mit dem Pumpengehäuse. Das Schwindmaß muss auf das Gussstück gerechnet werden, um die gewünschte Dimensionierung des Bauteils nach der Erstarrung zu erhalten. Folglich ist das Schwindmaß besonders für die Formherstellung relevant. Es muss auf die Dimensionierung der Kokille oder des Modells zum Abform im Formsand gerechnet werden. Richtwerte für die Schwindmaße sind in der europäischen Norm 12890 festgelegt. Das Vertreterbauteil wurde mit einem Schwindmaß von 1,2% versehen. Dies ist der Richtwert aus der Norm für Aluminiumgusslegierungen. Soll mit dem spezifischen Schwindmaß einer Legierung gearbeitet werden, kann die Norm keine Auskunft geben. Das Schwindmaß wird über den Befehl Schwindmaß im Menü für Gussbefehle dem Bauteil hinzugefügt. Nach der Eingabe über den Betrag wird das CAD-Modell hochskaliert. Das im Webinar exemplarisch genutzte CAD-Programm SolidWorks bietet umfassende Funktionen zur CAD-gestützten Konstruktion von Gussteilen. Zum Abschluss des Webinars werden nun einige der in SolidWorks vorhandenen Gusswerkzeuge vorgestellt. Neben der gezeigten Formschrägenanalyse lassen sich Hinterschnitte und die Trennfuge analysieren. Zudem kann das Bauteil in weiteren CAD-Modellen abgeformt werden. Für das Abformen eines Bauteils wird zunächst die Trennfuge festgelegt. Anschließend wird die Entformungsrichtung bestimmt. Zwangsläufig öffnet sich danach eine Formschrägenanalyse. Ist diese bestätigt, wird die Trennfuge hinzugefügt. Nun müssen alle Verschlussoberflächen des Bauteils geschlossen werden. Dazu zählen die Bohrungen für den Wellensitz, die Bohrungen für die Schraubverbindungen und die Bohrung für den Ventilsitz. Im nächsten Schritt wird die Trennoberfläche festgelegt. Die Trennoberfläche wird auf Basis der Trennfuge erstellt. In der Regel muss nur der Abstand der Trennoberfläche festgelegt werden. Der Umriss der Trennoberfläche sollte dabei um einiges größer als der Umriss des Bauteils sein. Der Umriss der Form wird über eine Skizze festgelegt. Durch Skizzierung einer rechteckigen Fläche lässt sich ein Formkasten darstellen. Wichtig bei der Skizze ist, dass diese vollständig von der Trennoberfläche umschlossen wird. Mit dem Befehl Kern Formnest Volumenkörper lässt sich schließlich das Bauteil abformen. Die skizzierte Fläche wird dabei von der Trennoberfläche in beide Richtungen linear ausgetragen.
Durch die Trennoberfläche wird das Vormodell in Unterkastenmodell und Oberkastenmodell unterteilt. Die Höhen sind für beide Seiten frei zu wählen und können beliebig angepasst werden. Unter Anwendung des Werkzeugs entstehen ein Modell für den Oberkasten und ein Modell für den Unterkasten. Diese können jeweils einzeln oder zusammen als Baugruppe gespeichert werden. Über eine Schnittdarstellung lässt sich der Formhohlraum betrachten. Das ursprüngliche CAD-Modell des Bauteils ist noch in der Form vorhanden und kann ausgeblendet werden. Das so entstandene CAD-Modell der Form ist anschließend in anderen CAD-Programmen für umfassende Analysen nutzbar. Das Formkastenmodell kann beispielsweise genutzt werden, um eine Gießsimulation durchzuführen. Der Einguss ist der primäre Eingießkanal und führt zum Gießlauf oder Anschnitt. Der Anschnitt verbindet Gießlauf und Formhohlraum. Der Speiser gleicht die Volumenminderung bei der Erstarrung des Gussstückes aus. Üblicherweise sind Speiser an dem Bereich anzuordnen, der zuletzt erstarrt. Dies ist in der Regel der Bereich mit der höchsten Wanddicke. Letztendlich ist für eine erfolgreiche Gusskonstruktion neben technischen Bedingungen und den Gestaltungsrichtlinien ebenfalls die Erfahrung des Konstrukteurs relevant. Wird das Bauteil gießgerecht konstruiert, können eine Vielzahl von Vorteilen des Urforms durch Gießen ausgeschöpft werden.